Ähnlich wie bei Windows 10 auch, kann ich bei Windows 11 mehrere Desktops gleichzeitig benutzen. Was das genau bedeutet und wie ich diese Funktion aktiviere, das zeige ich in diesem Video. Die gute Nachricht ist, ich muss diese Funktion nicht mit zusätzlichen Tools nachrüsten, die kommt direkt mit Windows 11. Und wenn ich dieses Feature vorstelle, stelle ich auch noch gleich das Snap-in-Feature vor. Das bedeutet, dass ich verschiedene Fenster nebeneinander anordnen kann. Das musste ich vorher zum Beispiel mit den PowerToys nachrüsten. Bei Windows 10 konnte man jetzt auf diese Funktion mit den mehreren Desktops direkt über die Taskleiste zugreifen. In der Standardkonfiguration von Windows 11 fehlt dieser Button und den rüsten wir jetzt nach, indem ich einfach einen Rechtsklick auf die Taskleiste mache und die Taskleisteneinstellungen öffne. Und hier gibt es den Punkt aktive Anwendungen. Ja, da kann man nicht ohne weiteres darauf schließen, dass das mehrere Desktops bedeutet, aber wir machen den trotzdem direkt mal an. Jetzt bekomme ich hier unten so ein kleines Symbolchen, das deutet schon eher auf verschiedene Desktops hin und wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, bekomme ich auch verschiedene Desktops angeboten. Hier mache ich mal einen neuen auf und gehe jetzt auf den drauf und kann schon direkt sehen, wenn ich jetzt zwischen dem hin und her schalte, dass hier andere Anwendungen geöffnet sind. Das passt also soweit. Jetzt stelle ich noch gleich diese Snap-Funktion vor und dazu öffne ich jetzt zum Beispiel mal hier den Windows Edge Browser und der hat hier oben so dieses Minimieren-Fensterchen, das kann ich auch ganz normal noch benutzen. Ich kann aber auch ein Mouse-Over machen, kurz warten und kann dann das Fenster anordnen, zum Beispiel direkt nebeneinander stellen. Finde ich gar nicht mal schlecht, weil ein paar Anwendungen zum Beispiel hier wie RegEdit, die reichen auch, wenn die ein bisschen kleiner sind. Also das kann ich jetzt viel schöner machen als vorher. Ich würde jetzt beides nochmal groß machen, damit ich auch mal zeigen kann, wie sich das dann darstellt, wenn ich das erste Mal mache. Also ich gehe hier drauf und kann jetzt sagen, wo diese Anwendung angedockt werden soll. Die kann ich zum Beispiel jetzt mal groß machen. Und jetzt fragt er mich, was ich rechts daneben haben möchte. Und dann nehme ich einfach den Edge und zack, ist der daneben. Ja, das sind ein paar Produktivitätsfeatures bei Windows 11, die ganz nützlich sind. Zumindest eins davon gab es auch schon bei Windows 10. Das haben sie dann aber wieder ein bisschen versteckt. Aber diese Snap-Funktion oder dieses Aufteilen des Bildschirms, das gefällt mir auch ziemlich gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo dieses Kanals.